Schau mal hier, Singapur, im Süden von Malaya. Rund 550.000 Einwohner, Universität, Schiffsbau, bedeutender Hafen. Und von den 32 Nachtlokalen steht nichts drin. Haben Sie denn schon mal in Singapur gearbeitet? Gearbeitet nicht, aber ich hatte mal einen Freund, so einen Ölscheich. Der ist mit mir dorthin gefahren. Ein toller Kerl war das. Das ist doch so einer mit Turban und Pornos. Keine Angst. Wenn er den Pornos ablegt, ist er wie jeder andere Mann. Hast du ihn vorher? Freuen Sie sich auf Singapur? Ach, ist mir egal, wo ich arbeite. Hauptsache, die Marie stimmt. Das ist er. Tag, Kate. Tag. Ich war schon mal in Singapur, Chef. So siehst du aus. Hallo, Gary. Tag, Georgia. Wie machen Sie denn das bloß? Sie werden ja immer hübscher. Mike? Ja? Hast du den Mädchen erzählt, worum es sich handelt? Klar, Gary. Eine Tanztournee für die Truppen. Erstes Engagement Singapur. Ich habe dir 12 herbestellt zum Raussuchen. Okay, fang an, Georgia. Lass die Mädchen rein. Wir haben nicht viel Zeit. Können wir die Girls sehen, Mr. Blackwood? Ja. Aber einzeln, bitte. Klar. May? Ach doch. Guten Tag. Das ist Mr. Webster, der Ballettchef. Und das ist May, eine meiner zuverlässigsten Tänzerinnen. Wo haben Sie zuletzt gearbeitet? Bei den Blue Stars, ein Jahr. Eine erstklassige Truppe. Beine. Ach, wie bitte? Mr. Webster möchte Ihre Beine sehen. Ach so. Dankeschön, Sie sind engagiert. Bitte warten Sie draußen. Oh, vielen Dank. Das ist Rhonda Hunter. Tänzerin? Nicht direkt, aber ich lerne alles sehr schnell. Hm. Danke, wir suchen nur Tänzerinnen. Aber ich denke, es geht nach Singapur. Eben drum. Komm, Mädchen, halt uns nicht auf. Das ist Babs. Ihre Beine sind Gold wert. Können diese goldenen Beine auch tanzen? Ich war Solotänzerin. Im Apollo Variety. Warum hast du dort aufgehört? Ihre Beine gefielen dem Chef gut. Seiner Frau weniger. Sie können bei uns arbeiten. Aber keine Männergeschichten. Da wird unser Chef sehr unangenehm. Von Kerlen habe ich die Nase voll. Komm. Die Kleine ist vom Opernballett. Können Sie uns etwas vortanzen? Gern, ich habe hier eine Platte mitgebracht. Na bitte, dann wollen wir mal sehen. Danke, Caroline.
Sie tanzen ausgezeichnet. Aber leider suchen wir nur ausgesprochene Girls. Oh, nicht traurig sein, Kleines. Komm morgen wieder. Ja? Ich habe noch was anderes für dich. Dankeschön. Hallo, Kate. Komm. Guten Tag, Gary. Tag, Georgia. Na, Kate, wieder schlanker geworden? Ich esse ja auch kaum noch was. Ist gut, Kate. Aber nicht wieder dicker werden. Bitte warte draußen. Ich freue mich, wenn ich wieder bei euch arbeiten darf. Bis gleich. Die Nächste, hallo. Das ist Gladys und Doreen. Ich wollte nicht, dass ihr zusammen reinkommt. Die beiden haben immer zusammen getanzt, als Solonummer. Und wir wollten doch so gerne zusammenbleiben. Hm. Bei uns müssen sie aber in der Gruppe tanzen. Das macht nichts. Die Hauptsache ist, wir kommen mal ins Ausland. Sie können beide bei uns arbeiten. Schicken Sie bitte die Nächste. Mach ich. Dankeschön. Wiedersehen. Linda, komm. Hallo. Was machen Sie denn da? Das kennen Sie nicht? Dasselbe haben Sie doch im KitKat-Club gemacht. Erraten, Chef. Und warum haben Sie dort aufgehört? Der Chef wollte und ich nicht. Sagen Sie mal, sind Sie immer so konsequent? Das kommt auf den Chef an. Chef, soll ich vortanzen? Nicht nötig. Sie sind engagiert. Okay. Warten Sie draußen. Die Nächste. Ich heiße Nellie Hastings. Eine Neue, ich habe sie noch nicht arbeiten sehen, war aber immer in prima Truppen. Sie wird vortanzen. Gern. Bitte warten Sie draußen. Wir sind hier bei Mr. Blackwood komplett. Gut, Georgia. Geh und sag den Mädchen, wann die Kostüme und Tanzproben sind, ja? Okay. Sag mal, Gary, bist du denn nicht mehr der Chef, dass Georgia alle Girls engagiert? Ich engagiere doch die Girls. Du? Du hast doch keinen Ton gesagt. Wozu denn? Ich habe einen kleinen Trick. Wenn ich meine Beine nebeneinander lege, dann bin ich nicht interessiert. Aber wenn ich sie kreuze, dann ist es okay. Du bist und bleibst ein verrückter Kerl. Wann soll es denn losgehen? In 10 Tagen. Na dann, Gary, Hals- und Beinbruch. Dank dir. Überfliegen den stillen Ozean auf der Höhe von Honolulu. Flughöhe 5000 Meter. Mayday, Mayday, Clipper 247, Clipper 247. Wir fliegen ständig an Höhe. Jetzt haben wir nur noch 2000 Meter. Ein Motor hat ausgesetzt und brennt. Position ist... Melden Sie sich! Bitte melden Sie sich! Verdammt, er antwortet nicht mehr. Clipper 247. Ah!
Also, Mr. Hastings, ich kann nur wiederholen, es besteht noch kein Grund, das Schlimmste anzunehmen. Bis jetzt weiß man nur, dass die Maschine in Brand geraten ist und die Funkverbindung abriss. Ja, ich rufe Sie sofort an, wenn ich was Neues weiß. Agentur Blackwood. Nein, Mr. Gebel, ich habe noch keine weitere Information. Selbstverständlich, eine groß angelegte Suchaktion ist im Gange. Flugzeuge sind unterwegs. Alle Schiffe sind benachrichtigt. Nach 4 Tagen ist immer noch Hoffnung. Ja, ich rufe Sie sofort an, wenn ich was Neues weiß. Hör doch auf zu jammern, du machst uns doch alle verrückt. Wasser, nur einen Schluck Wasser, bitte. Heute gibt's nichts mehr. Morgen gibt's eine neue Ration. Da, Gary. Gib mir Wasser. Geh zum Teufel. Die 5. Nacht. Lange halten wir das nicht mehr aus. Nun fang du bloß auch noch an, Georgia. In diesem verdammten Ozean muss doch mal ein Schiff kommen. Oder Land zu sehen sein. Wasser. Nur einen Schluck Wasser. Ein Vogel. Wo ein Vogel fliegt, da muss er Land sein. Du Schwein, gib her! Dort, Gary, dort! Land! Da ist Land! Helft mir rudern, wir müssen es schaffen! Rudert mit den Händen! Nicht nachlassen. Wir schaffen es schon. Dann sind wir gerettet. Es ist nicht mehr weit. Lennis, komm her. Oh.
Krebs. Georgia. Wasser. Wasser! 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 Kommt alle her! Kommt! Wasser! Wasser! Komm, Gladys. Warte. Kommt! Schnell! Na, hierher! Da ist es! Kommt schon, jetzt ist aber genug. Wir wollen einmal sehen, wo wir überhaupt sind. Kommt, kommt, los, los, Georgia. Und die anderen auch. Gehen wir. Ach, das war gut. Geht's dir besser jetzt? Ach, das ist so blöd. Ich hab Schuhe. Danke. Geht's? Mhm. Die sind ein bisschen hoch für hier. Ja. Hallo, Kate, dein Schal. Behalt ihn. Komm doch. Ach, ist es hier nicht wie im Paradies? Ja. Auf jeden Fall sind wir hier sicher. Moment mal. Habt ihr nichts gehört? Mhm. Na gut, dann gehen wir weiter. Ich habe auch nichts gehört. Schön hier. Also, mir gefällt es gut hier. Oh Gott, wer hätte das gestern gedacht? Au, oh, das stinkt. Ja, ja. Was ist denn eigentlich? Komm, geh hier. Hilf mal. Ja, komm, halt dich fest. Schon die Hand. Oh, komm. Komm, gib dir Hand. So. Danke. Komm, ich halte nur die Hand. Kommt. Wir müssen hierher. Warte mal, das ist so stachlich hier. Na komm.
langsam. Komm. Au, Dreckzeug. Seid vorsichtig, Mädchen, hier sind Dornen. Mhm. Ja. Oh, das ist au, gruselig. Au. Au. Gary, eine eigenartige Stille. Gehen wir weiter. Ja. Na komm. Warte. Komm. Oh, mein Schuh. Ach. Oh, Gary! Schau, was ich gefunden habe. Ein Hammer? Da muss noch jemand auf der Insel sein. Ein Hammer? Mit einem langen Stiel? Das würde bedeuten, dass hier vielleicht jemand nach Metall sucht. Oder sogar nach Uran. Kann man das essen? Na, das probier mal aus. Komm, vielleicht finden wir jemanden. Geh doch weiter. Kommt, kommt. Da kommt's. Eine Hütte. Komm in. Meine Tasche. Ich muss sie holen. Bist du verrückt? Keine 10 Pferde bringen mich dort hinein. Vielleicht sind wir in der Hütte am sichersten. Ich habe solche Angst. Hallo. Komm, ich weiß nicht. Kommt schon. Agentur Blackwood. Ja, ich bin selbst am Apparat. Was? Sind Sie gefunden worden? Von meiner Truppe keine Spur? Also haben Sie die Chance, noch zu leben? Was? Die Suchaktion ist abgebrochen? Wenn man meine Leute nicht gefunden hat, kann man sie doch nicht einfach aufgeben. Schließlich stehen 9 Menschenleben auf dem Spiel. Ich werde alle Schritte unternehmen, um sie zu zwingen, dass sie die Suchaktion fortsetzen. Der arme Professor, als er die letzte Eintragung in sein Tagebuch machte, wusste er noch nicht, wie schrecklich er sterben würde. Ja, seine Entdeckung von dem großen Uranvorkommen hat ihm nicht viel geholfen. Obwohl sie einen riesigen Wert darstellt. Wir müssen den Mädchen verschweigen, dass Professor Green sein Schicksal vorausgeahnt hat. Ja, hier steht's im letzten Absatz. Er hat gefühlt, dass noch etwas Schreckliches passieren wird. Er hat eine große Gefahr gespürt. Woher mag das unheimliche Zischen kommen, von dem er schreibt?
Und dass er immer gehört hat. Oh, Gary, ich fürchte mich so. Ich habe solche Angst. Keine Angst, Georgia. Solange ich bei dir bin, werde ich dich beschützen. Es wird dir nichts passieren. Georgia. Ich habe einen Hunger. Ich habe euch was zu essen gemacht. Ein Glück, dass es hier Konserven gibt. Hoffentlich schmeckt es. Ich muss immer dran denken. Es muss eine Riesenspinne gewesen sein, die imstande war, ein so großes Netz zu spinnen. Vielleicht waren es sogar mehrere. Sicher, so ein Netz kann doch nicht von einer Spinne kommen. Hör endlich auf, das verdirbt einem ja den ganzen Appetit. Hast du denn überhaupt keine Angst? Angst? Ich kann ja doch nichts ändern. Na, ich habe entsetzliche Angst, dass noch etwas Furchtbares passiert. Wir haben die Sachen vom Professor gefunden. Die können wir gut gebrauchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Wenn wir die Lebensmittel genau einteilen, reichen wir ungefähr einen Monat. Was sagst du, Georgia, einen Monat? Ja, glaubst du denn, dass wir in einem Monat immer noch hier sind? Ich weiß es nicht. Wir müssen ab morgen Feuersignale geben vom höchsten Felsen der Insel. Vielleicht sieht uns ein Schiff. 10, 11, 12. Gib mir das Hemd. Nein, es gehört mir. Schließlich habe ich es gefunden. Ha, aber mein Kleid ist am meisten zerrissen. Nein, ich will es haben. Lass los. Hey! Hört auf, euch zu streiten. Gib mir das Hemd. Hier, Georgia. Danke, Gary. Hätte ich mir ja auch denken können, dass Georgia es bekommt. Hast du noch nie bemerkt, dass sie von Gary immer bevorzugt wird? Na, was ist denn das? Woher hast du denn den Pulli? Hier gefunden, wenn du nichts dagegen hast. Dumme Nuss. Hört sofort auf, sonst könnt ihr was erleben. Gib mir bitte was zu trinken, Gladys. Sei ruhig, Gary. Wir sind ja alle so nervös. Es ist ja auch kein Wunder. Glaub mir, ich würde auch lieber in einer Bar in Singapur sitzen mit einem schönen kalten Drink, als hier an diesem gottverlassenen Platz. Und dazu mit diesem labbrigen Zeug. Ach, verdammte Hitze. Pass doch auf und mach keinen solchen Krach. Wenn es dir nicht passt, kannst du ja das Geschirr abwaschen. Oder glaubst du vielleicht, ich mache das zu meinem Vergnügen? Ach Mensch, hau doch ab. Diese Backofenhitze ist ja wirklich nicht mehr zu ertragen. Vielleicht schmeißt du deine Dreckbluse woanders hin. Ich will schlafen. Hoffentlich verlierst du nicht deinen Lippenstift. Ohne den wirst du hier kaum auskommen. Hallo, ich bin fertig. Wird auch endlich Zeit. Jetzt gehe ich duschen. Gib mal her. Los, Kinder. Gehen wir alle schlafen. Kommt schon. Ach, ich gehe draußen schlafen. Gute Nacht. Ich auch. Gute Nacht. Hier die Decke. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich habe den Revolver vom Professor gefunden. Geh doch auch schlafen, Gary. Ich kann nicht. Ich gehe noch eine Weile raus. Keine Sorge. Ich bin bald wieder zurück. Thank you.
diese verdammte Hitze. Man weiß ja gar nicht mehr, was man tut. Ach. Passiert ist. Stehen. Wir müssen Gary suchen. Babs und Ann, ihr geht in diese Richtung. Wo ist überhaupt Cat? Hier, Georgia. Ihr zwei geht in die entgegengesetzte Richtung. May und Cat, ihr kommt mit mir. Ich hoffe, schrecklich schnell. Schnell, kommt. Und was mache ich? Du? Du bleibst hier. Du bringst die Hütte in Ordnung, bis wir wiederkommen. Hör doch endlich mit dieser Pfeiferei auf. Wenn ich pfeife, habe ich keine Angst. Gary! Los, wir müssen weitersuchen. Na, ohne mich, ich bleib hier sitzen. Hörst du nichts? Nein. Aber da bewegt sich doch was. Ich höre nichts. Gary! Hallo, Gladys. Ach, warte doch. Dann komm schon endlich. Ach. Gary! Gary! Thank you.
jemand geschrien. Ich habe es genau gehört. Ja, ich auch. Ja, der Schrei kam von dort. Linda! Los, helf mir! Sie ist erwürgt worden. Die Spinne. Anne! Oh, Georgia, es ist furchtbar. Der Professor ist tot, Gary ist verschwunden und jetzt haben wir auch noch Linda begraben. Wer wird die Nächste von uns sein? Ich will nicht sterben. Ich nicht. Anne! Sei doch still. Du machst uns ja alle noch verrückt. Ich nicht! Um dich sah, werden sie uns finden. Nie! Aber die Polizei muss doch Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um uns zu suchen. Die Polizei, die kenne ich. Wenn du mit dem Wagen zu schnell fährst oder besoffen bist, da schnappen sie dich gleich. Aber wenn du verschwunden bist, da rühren sie keinen Finger. Oder glaubt ihr vielleicht, dass die sich wegen ein paar Tanzgirls die Beine ausreißen? Wie sollen die auch auf die Idee kommen, dass wir uns hier auf diese kleine Insel gerettet haben? Gerettet? Wer ist denn gerettet? Wir vielleicht? Zeig mir doch die Insel. Wo liegt sie im Ozean? Zeig sie mir doch. Bis die uns finden, sind wir schon alle tot. Du, du und du. Eine nach der anderen. Beth! Reiß dich zusammen. Du bringst mir ja alle Mädels durcheinander. Das Fräulein Georgia. Du hast es nötig. Gerade du. Wer hat denn Gary und Linda auf dem Gewissen? Wer denn? Babs, weißt du, was du damit sagst? Genau. Durch deine Eifersucht. Nie hättest du Linda allein in der Hütte lassen dürfen. Halt den Mund! Was kann Georgia dafür, dass Linda tot ist? Fass mich nicht an, oder ich bring dich um. Versuch's doch, du, du Biest! Nelly! Lass sie doch! Aufhören! Babs, Nelly, aufhören! Bleib hier, lass sie doch. Komm her. Komm her, du! Dir werde ich zeigen! Ich weiß es nicht. Los, wirf es drauf. Ja. Soll ich noch was holen? Nein, nein, das genügt. Das gibt mächtig Rauch. Sie müssen uns doch hören. Sie können uns doch nicht einfach hier lassen. Hallo? Oh, hör, hallo! Schreien, Ann, oder ich werde verrückt. Lass mich! Hallo! Nehmt uns doch mit! Hallo! Hier sind wir! Vergesst uns doch nicht! Schrei doch mit! Sie müssen uns doch hören! Hallo! Hallo! Nehmt uns doch mit! Hallo! Es ist vorbeigefahren. Es fährt weiter. Oh, nee. Nie wieder kommen wir nach Hause. Nie wieder. 28 Tage sind wir. 28 lange Tage und Nächte. Und niemand weiß, wo wir sind.
Und heute kommt ein Schiff vorbeigefahren. Unsere Rettung. Ganz nah. Endlich. Oh, Georgia, ein Schiff. Dort ein Schiff. Es fährt weg. Entsetzlich. Und wir haben nur noch für 3 Tage zu essen. Ann, komm. Ann. Fang schon an, ich bringe indessen die Ruder weg. Okay. Was trägst du denn die Ruder so weit weg? Glaubst du vielleicht, die Meernixen klauen unser Boot? Ach Mensch, red mir auf dieser gottverlassenen Insel bloß nicht von Weibern. Hättest du dir eine als Wochenration mitnehmen sollen? Wollte ich ja. Ist aber nicht bewilligt worden. Pech. Komm mal rüber. Ja, komm ja schon. Lass mal ankommen. Vorne, ja? Hopp. Langsam, langsam. Mensch, ist das Dreckzeug schwer. Robbie, weißt du, ich freue mich trotzdem, dass der Professor gerade uns als einen Mitarbeiter ausgesucht hat, wenn es auch ein bisschen einsam hier ist. Gib mir mal die Kiste Whisky her. Mhm. Wenn schon keine Mädels, dann auch wenigstens Whisky. Du denkst auch nur an Saufen und Weiber. Wird Zeit, dass du mal langsam umschaltest. Du fällst mir langsam auf den Wecker mit deinen ewigen Moralpredigten. Nimm doch zum Beispiel den Professor. Der Alte hat doch immer Schwein. Während wir ein halbes Jahr lang alle Inseln abklappern, kommt der einmal mit und findet auf Anhieb Uran. Ja. Und dann noch dazu auf dieser gottverdammten Insel. Hey, 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 Vorsicht, schimpf doch nicht immer. Ich gehe jetzt den Professor suchen. Okay, hau schon ab. Ich lade inzwischen aus. Viel Spaß. Ha? Denkste. Entsetzlich. Das
das Netz in der Hütte. Der Revolver. Gary hat ihn mitgenommen damals in der Nacht. Und sein Armband. Aber wo ist Gary? Oh, Georgia, bitte lass uns gehen. Ich habe solche Angst. Vielleicht gibt es hier noch mehr Spinnen. Komm, Süße. Setz dich neben mich. Was wollen Sie von mir? Dreimal darfst du raten. Ursprünglich wollte ich dich fragen, wie spät es ist. Vielleicht war es die Spinne, die den Professor und Linda... Wir haben eine riesige Spinne gefunden. Tot. Erschossen mit dem Revolver vom Professor. Und das Armband von Gary lag daneben. Hört ihr nichts? Es ist der bestimmt... Los, steckt euch und seid still. Halt! Hände hoch. Oh, hallo, Baby. Hände hoch. Ganz, wie Sie wünschen. Los in die Blockhütte. Was für ein Zufall, da wollte ich auch gerade hin. Halten Sie den Mund und gehen Sie. Bitte. Ob er das ist? Der sieht doch gar nicht so schrecklich aus. Das sind gerade die Schlimmsten. Schade. Drehen Sie sich um. Wo ist Gladys? Was haben Sie mit ihr gemacht? Lass mich mit ihm reden. Wo ist Gladys? Gladys? Keine Ahnung. Leider kenne ich die Dame noch nicht. Ich bin eben erst angekommen, unten in der Lagune. Da hörst du es, Georgia. Wo wir gebadet haben. Dort ist auch Gladys verschwunden. An der Lagune? Ach. Lachen Sie nicht! Das wird Ihnen gleich vergehen. Das glaube ich kaum. Drehen Sie sich mal ganz langsam um. Gladys! Oh, Gladys! Da bist du ja! Oh, ich bin ja so froh. Wer ist denn das? Mein Freund Robbie. Wir sind Mitarbeiter von Professor Green. Er ist ein großer Uranforscher. Ich habe ihn vorhin im Schilf kennengelernt. Ein Forscher. Oh. Hast du mehr Glück gehabt als ich. Ich wäre beinahe erschossen worden. Ja? Wenn der Revolver geladen gewesen wäre. Und ihr? Seid ihr zur Sommerfrische hier? Schöne Sommerfrische. Wenn wir die Insel nicht gefunden hätten, wären wir nicht mehr am Leben. Wir sind auf dem Flug nach Singapur abgestürzt. Ach, dann seid ihr die amerikanische Tanzgruppe, die verschollen ist. Woher wissen Sie denn das? Aber die ganze Weltpresse ist voll von eurem Verschwinden. Ja. Na, da wird aber Professor Green Augen gemacht haben, als die hier aufgekreuzt sind. Ja? Professor Green ist tot. Was ist los mit dem Professor? Was? Tot? Er hing in einem riesen Spinnennetz. So haben wir ihn gefunden. Hm? Linda ist tot und Gary, unser Manager, ist auch verschwunden. Spinnennetz? Glaubst du das? Du, unser Schiff kommt doch in 2 Tagen vorbei. Wir müssen sofort Funkverbindung aufnehmen, damit eine Kommission hier die Sache aufklärt. Ist das wahr? Ein Schiff kommt hier vorbei? Ja, unser Expeditionsschiff. Dann nimmt es uns doch mit. Natürlich. Ja. Wir sind gerettet. Ja. Wir kommen hier und holen uns ein Schiff. Oh, Mann, ich bin ja so froh. Schau mal, die ist hübsch. Die beiden Jungs werden staunen, wenn sie sehen, was für Hula-Mädchen aus uns geworden sind. Und echten Whisky haben sie uns versprochen. Kinder, wie ich mich darauf freue. Halt mal, ob ich mir die ins Haar stecke.
Prima siehst du aus, wie eine echte Insulanerin. Bin ich ja auch, schließlich war ich doch 4 Wochen hier. Ich kann es gar nicht fassen, dass wir in ein paar Tagen wieder in New York sind. Wenn wir zu Hause erzählen, was wir in dieser kurzen Zeit hier alles erlebt haben, das glaubt uns niemand. Wo sind eigentlich Georgia und Anne? Draußen auf der Veranda. Sie sitzen mit Joe am Funkapparat und versuchen, mit dem Schiff Verbindung zu bekommen. Ob viele Reporter am Quai sein werden, wenn wir ankommen? Hoffentlich. Ach, für mich ist die Hauptsache, James ist da. Wer ist James? Mein Freund, wir wollen Weihnachten heiraten. Und wenn er sich inzwischen eine andere angelacht hat? Das glaubst du wohl selber nicht. Dem würde ich die Augen auskratzen. Und das weiß er. Kinder, wir haben Funkverbindung, mit dem Schiff zu kommen. Morgen werden wir abgeholt. Und heute Nacht wird getanzt, dass die Fetzen fliegen. Was ist eigentlich ein für ein Mädchen? Sonst etwas still, aber eines der nettesten. Die Kleine ist das erste Mal von zu Hause fort. Ja. Ihre Eltern wohnen in New York. Hm. Ja. Ich habe sie noch nie so fröhlich gesehen. Ich möchte mit dir tanzen. Mhm. Allein sein. Ja, gehen wir in die Hütte. Nicht in die Hütte, irgendwohin, wo wir ganz allein sind. Weißt du was? Wir gehen zur Lagune. Aber niemand darf etwas merken. Gut. Wir treffen uns in einer Viertelstunde auf dem kleinen Weg, unten am Wasser. Ich freue mich. Aber sei pünktlich. Ich warte nicht gern. Ich wünsche dir viel Vergnügen mit der Puppe. Halt den Mund. Hallo, wohl Feuer gefangen, ha? Bist du immer so still? Ach, weißt du, wenn man jahrelang auf einsamen Inseln lebt, dann verlernt man jungen Damen was Nettes zu sagen. Versuch's doch mal. Eigentlich bin ich recht froh, dass euer Flugzeug abgestürzt ist. Du hast ja ein goldenes Gemüt. Aber ich meine doch, ich meine, sonst hätte ich dich überhaupt nicht kennengelernt. Und darüber bin ich froh. Das sagst du doch allen Mädchen. Ach, ähnlich. Ich kenne doch kaum welche und die ich kenne, da ist mir meine Arbeit lieber. Ich muss schon sagen, du verstehst es meisterhaft, Komplimente zu machen. Vielleicht hast du wirklich recht und ich müsste mich mehr mit jungen Damen beschäftigen. Weißt du, manchmal beneide ich Robby. Der ist immer so unbekümmert und verspielt. Robby? Dem gefallen doch alle. Ein richtiger Mann interessiert sich nur für eine Frau.
Dann bin ich ja. Dann bin ich ja ein richtiger Mann. Wieso? Weil es für mich nur ein Mädchen gibt, das mich interessiert. Wer ist das? Wie sieht sie aus? Hübsch, elegant? Elegant? Im Gegenteil. Ein bisschen heruntergekommen und verwahrlost. Aber sehr hübsch. Sie heißt Ann. Schau! Du verstehst es ja, Komplimente zu machen. Nein, kein Kompliment. Ich mag dich wirklich. Und weißt du, wenn du jetzt nach New York fährst, hier, damit du mich nicht so schnell vergisst. Joe, bitte lass mich nicht so lange warten. Noch 12 Minuten Zeit. Was ist in 12 Minuten? Mein nächstes Rendezvous. Oh. Hallo. Donnerwetter. Auch nicht schlecht. Man weiß wirklich nicht, wo man zuerst anfangen soll. Thank you.
Hallo, Gladys. Ach, du bist hier. Was hast du denn? Nichts. Verliebt? Und glaubst du wirklich, dass Robbie der richtige Mann für dich ist? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur eins. Ich liebe ihn. Hoffentlich enttäuscht er dich nicht. Es würde mir leid tun für dich. Andere Mütter haben auch hübsche Töchter. Oder gefalle ich dir nicht, Sunny Boy? Oh doch, Engelchen. Du bist genau das, was mir der Arzt verschrieben hat. Komm, Gladys, ärger dich nicht. Ach, lass mich. Ach, Georgia, gib mir auch eins. Danke. Robbie? Ja? Musst du denn allen Mädchen den Kopf verdrehen? Ich ihn? Die verdrehen ihn doch mir. Hallo, Georgia. Ach, das Tanzen hat mich durstig gemacht. Georgia, freust du dich denn gar nicht, dass wir jetzt so schnell nach Hause kommen? Und darauf wollen wir einen trinken. Ja, Prosit. 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 Und du meinst, dass man heute noch über uns spricht? Selbstverständlich. Jetzt erst recht, wo wir euch gefunden haben. Glaubst du, wir kommen in die Zeitung? Aber Kind, die Presse wird eure Erlebnisse berichten. Die Illustrierten werden eure Bilder bringen. Und was glaubst du, was Rundfunk und Fernsehen mit euch treiben werden? Ihr werdet staunen, was sich in New York alles abspielt, wenn ihr zurückkommt. Vielleicht fahren sie uns noch über den Broadway. Mit Konfettiregen. Hm? Jedenfalls seid ihr eine weltberühmte Truppe geworden. Hm? Wer weiß, vielleicht landet ihr noch in Hollywood. Ach, Robbie, vielleicht schaffe ich es doch noch. Gott sei Dank, ich habe noch ein paar Minuten Zeit. Denn mein nächstes Rendezvous ist nämlich sehr wichtig. Oh, und wer ist diesmal die Glückliche? Wenn du es niemandem erzählst, Gladys. Robbie. Hm? Gladys ist ein feiner Kerl. Sie hat bis jetzt noch nichts mit Männern zu tun gehabt. Bitte, lass sie in Ruhe. Eben. Ich habe mich immer nach einem solchen Mädel gesehnt. Und es nie gefunden. Ach Quatsch, warum erzähle ich dir denn das überhaupt? Ach Joe, ich bin ja so glücklich. Das wollte ich mir auch ausgebeten haben. Da hat man's wieder. Kaum ist man ein bisschen nett zu den Männern, schon werden sie wieder frech. Ann, ich muss dir etwas Wichtiges erzählen. Komm. Was denn? Hallo, Ann. Lass sie doch laufen. Sie taugen alle nichts. Eine wie die andere. Komm, wir gehen was trinken. Na, Gladys, habe ich dir vorhin gesagt. Siehst du immer noch nicht ein, dass Robbie ein oberflächlicher Mensch ist, der nur mit den Mädchen spielt, dem jedes ernste Gefühl fremd ist. Ich will ihn auch nicht mehr sehen. Gladys! Hör mal zu, Robbie. Deine dummen Bemerkungen über Anne kannst du dir ersparen, ja? Das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Hast du etwa für dieses Tanzgirl dein zartes Herz entdeckt? Na dann Prost. Und wenn es so wäre? Ja, dann tust du mir allerdings leid. Was sind schon Tänzerinnen? Heiße Ware für kalte Nächte. Oder glaubst du etwa, deine Anne ist anders? Für einen Kerl wie dich ist selbst das miederste Mädchen noch zu gut. Nicht hier. Komm. Hey.
Du, hör mal. Ich habe keine Zeit mehr, muss zum Rendezvous. Hallo, Gladys. Lass mich in Ruhe, du. Bist du verrückt geworden? Was ist denn mit dir los? Das fragst du noch? Das kannst du dir ja denken. Kein Mann, und wenn er deiner besten Freundin gehört, ist vor dir sicher. Meinst du etwa Robbie? Allerdings. Aber behalt ihn nur. Ich bin mit ihm fertig. Dann bist du aber schön dumm. Denn er hat mir eben in der Hütte verraten, dass er sich ein Mädchen wie dich schon immer gewünscht hat. Ist das wirklich wahr, Babs? Meinst du, ich hätte ihn dir sonst gelassen? Oh, Babs. Na, geh schon. Er wartet auf dich. Bobby. Aber das war doch ein Schrei. Gladys! Und Robbie ist auch weg. Ich gehe sie suchen. Zieht euch was an und kommt nach. Geht rauf und versucht, Gladys zu helfen. Ich hole inzwischen die Patronen. Schnell!
Robbie! Robbie! Ich weiß es nicht, vielleicht da. Schnell. Sonst sind wir verloren. Ich habe Robbie im Wald gefunden, erwürgt. Robbie ist auch tot. Hm? Was ist denn Munition? Weißt du schon? Jeder von euch nimmt eine Fackel. Schnell. Gib mir doch schon einen. Und dann hetzen wir ihn. Nur durch Feuer können wir ihn vernichten. Komm, los, komm. An. Schnell. Komm, dauert das lange. Mach doch schnell. So, jetzt los. Komm. Komm, wir müssen ihn einkreisen. Zwei nehmen den Lianerweg, zwei die Büsche dort. Die übrigen kommen mit mir. Bleibt immer zusammen. Keine soll allein gehen. Los, komm. Los, komm, da drüben ist er.
Vorsicht! Jetzt haben wir verloren. Ich sehe ihn nicht. Bleiben. Hier beginnt das Moor. So weiterleben. Kat.